Ich bin heute hier am Mannheimer Wasserturm, an der in meinen Augen schönsten Orte in Deutschland. Schon immer gerne hier, weil dieser Ort für mich etwas von Freude ausstrahlt und mich daran erinnert, welche glücklichen Momente ich in Mannheim oder allgemein in meinem Leben schon hatte. Denn der Grund, warum wir in unserer heutigen Welt immer wieder den Eindruck haben, wir sind unglücklich oder das Glück kommt nicht zu uns, ist, weil wir die glücklichen Momente oder die vielen tollen Sachen, die wir haben, den Luxus, den wir haben, nicht mehr zu schätzen wissen. Viele Menschen glauben, zumindest kommt es mir so vor, dass eines Tages der Tag kommt, wo das Glück plötzlich vom Himmel fällt und man nur noch eine Glückssträhne hat. Wenn man aber im Leben nur Glück hätte, dann wäre das Leben ja langweilig. Und sagen wir mal so, genau aus diesem Grund ist es eben nicht so, dass man dauerhaft im Leben jeden Moment glücklich ist, sondern dass es eben bestimmte Momente gibt, in denen man Glück erfährt und Momente, in denen man Pech erfährt. Jede philosophische Geschichte und auch jede biblische Geschichte hat im Endeffekt genau diese Aussage. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Geschichte von Hiob, der alles verloren hat, seine Familie, sein Haus und immer noch gefragt hat, wo ist das Glück? Und dann hat Gott gesagt, hier hast du ein neues Haus und eine neue Familie. Und plötzlich war er glücklicher denn je. Und dann wurde ihm klar, was Glück ist. Glück ist, wenn man die schönen Dinge im Leben zu schätzen weiß. Wenn man sich darüber erfreut, was einem Schönes erfährt. Ich hatte schon viele unglückliche Momente im Leben. Ja, der ein oder andere von euch hat vielleicht auch mitbekommen, dass ich im letzten Jahr miterleben musste, wie meine Frau eine Fehlgeburt erlebt hat. Und trotzdem habe ich nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht, ich habe meine Masterarbeit geschrieben und kann jetzt von Glück reden, dass ich meinen Master geschafft habe, trotz der krassen Umstände. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen. Wir können alle von Glück reden, dass wir sowas wie schulische Bildung erfahren können. Wir können alle von Glück reden, dass sich die meisten von uns ein Auto, ein Haus oder eine Wohnung leisten können. Es ist immer die Ansichtssache, wie man an die Dinge herangeht. Wenn man immer in allem versucht, das Negative zu sehen, dann wird man niemals Glück finden. Während wenn man anfängt, jeden Moment, der nur irgendwie schön ist, als das Glücklichste zu sehen, dann ist man glücklich. Ich habe auch meine depressiven Phasen, die haben wir alle. Aber in der Summe bin ich ein glücklicher und optimistischer Mensch und glaube, dass die tollen Momente passieren. Und es ist einfach so, wenn du mit dieser Haltung, die tollen Momente passieren, das Tolle kommt auf mich zu, wenn man mit dieser Haltung ins Leben geht, dann passieren die tollen Sachen auch. Negative Sachen hingegen kommen dann, wenn man sie erwartet. Wenn man erwartet, dass ständig nur negative Dinge passieren, dann passieren auch keine positiven Dinge. Und der Umgang, wie Menschen mit dir umgehen, hängt auch davon ab, was man selber ausstrahlt. Wenn man selber Glückseligkeit und Freundlichkeit ausstrahlt, dann kommt das auch zurück. Wenn man Missverständnisse aus dem Weg schafft und offen mit den Menschen über das, was man denkt, redet, dann kommt das positiv zurück. Glück ist also was, das uns alle in jeder Sekunde, die wir existieren, beseelt. Wir müssen nur das Glück willkommen heißen und dann spüren wir es im ganzen Körper. Ich habe so viele glückliche Momente in meinem Leben und ich weiß sie zu schätzen.
Naja, das sind so meine Gedanken zum Glück. Die wollte ich mal loswerden. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso wie ich? Seht ihr das anders? Schreibt es doch am besten mal unten in die Kommentare. Das war jetzt ein kleiner Vlog. Wenn ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal verpassen wollt, gerade zu Themen wie Raumplanung, Umweltplanung und so, was so die Hauptthemen auf dem Kanal sind, dann abonniert am besten diesen Kanal. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch dann im nächsten Video. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!